Ja, ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen, mit diesem Vortrag. Herzlichen Dank für die wunderbare Einführung und natürlich für das Interesse an diesem Thema. Dann lege ich jetzt einfach gleich mal los. Ja, mein Beruf in der Hotellerie, das hast du ja schon eingangs erwähnt, hat mich mit vielen Menschen in Kontakt gebracht. Nicht zuletzt mit vielen Mitarbeitern und Auszubildenden in meiner Eigenschaft als Firmeninhaberin. Dabei war mir die Astrologie von Anfang an eine wertvolle Begleitung. Vor allem, wenn es um Einstellungen und Personalentwicklung ging, war die Berücksichtigung astrologischer Gegebenheiten äußerst hilfreich. Unter anderem stellt sich im Arbeitsleben natürlich immer die Frage, hat der Bewerber nicht nur die passende Vita, sondern wie leistungsstark, wie belastbar und wie entwicklungsfähig ist er? Wie reflektiert er sein Handeln, seine Einstellung, seine Erfolge, aber auch seine Misserfolge? Wie anpassungs-, aber auch durchsetzungsfähig, wie diszipliniert ist er oder sie? Diese Fragen richten sich an die Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit auf Basis des persönlichen Selbstverständnisses. Um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, keinesfalls kann man, da schließe ich mich Thomas Ring an, die absolute Intelligenz aus einem Horoskop ermitteln. So wie Astrologie auch in anderen Bereichen nicht zu absoluten Fakten bzw. Ereignissen führen kann. Als Astrologen befinden wir uns also hinsichtlich der Intelligenz im Bereich des freien Willens bzw. der Selbstbestimmung. Womit wir uns jedoch beschäftigen können, ist die Motivation zur Selbstentwicklung, denn dazu braucht der Mensch seine Intelligenz. Was ein Horoskop in dieser Hinsicht leisten kann, möchte ich Ihnen hier gerne vorstellen. Aber zuerst einmal, wenn wir von Intelligenz sprechen, wovon sprechen wir eigentlich? Eine einzige allgemeingültige Antwort gibt es hierauf bisher noch nicht. Wie Sie noch sehen werden, haben Forschung und Wissenschaft auch durchaus unterschiedliche Arbeitshypothesen. In der Astrologie verorten wir Intelligenz traditionell im dritten und auch im neunten Haus. Hier werden meiner Meinung nach sicherlich gewisse Schwerpunkte gesetzt, aber das ist längst nicht alles. Das gilt genauso für das Thema Erfolg, bei dem der Blick der Astrologen sofort auf das zehnte Haus fällt. Vielleicht auch noch auf das zweite, wenn es um finanziellen Erfolg geht. Aber ist das schon alles, was Astrologie zu bieten hat und alles, was mit Lebenserfolg gemeint ist? Ich habe dazu einige Vorschläge, die ein tieferes Verständnis für astrologische Erkenntnisse eröffnen können. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, wie Wissenschaftler mit diesem Thema umgehen. War es zunächst die Neugierde der Wissenschaftler, die sich mit der Skalierbarkeit von Intelligenz beschäftigten, so stieß dann doch die Vorstellung, einen Menschen seiner Intelligenz nach beurteilen bzw. einordnen zu können, in verschiedenen Bereichen auf großes Interesse. Die Medizin interessierte sich für Diagnose und Pathologie, das Militär und die Wirtschaft für eine Bewertungsbasis für den Personaleinsatz bzw. die Auswahl. Von Interesse war die Intelligenz, die für Berufswelt und Gesellschaft nützlich war. Je intelligenter, desto nützlicher, so dachte man. Intelligenztests wurden in Anlehnung an bestehende Intelligenztheorien konstruiert, für die man psychometrische Daten formulierte, um eine Skalierbarkeit der Messwerte zu ermöglichen. Das Testergebnis zeigt dann, wie sich die gemessenen Fähigkeiten des Individuums im Vergleich zu einer definierten Norm verhalten. Der allseits bekannte IQ-Test hat beispielsweise den Mittelwert von 100. Ein gemessenes Ergebnis von 90 impliziert eine Minderleistung im Vergleich zur Norm. Ein Ergebnis von 115, eine um 15 Punkte bessere Leistung. Er ist sozusagen die Mutter aller IQ-Tests. Der allgemeine Faktor der Intelligenz oder auch generelle Intelligenz, G-Faktor genannt, wird auf Basis des kulturellen Umfelds ermittelt, wie auch andere Tests von Vorwissen und Sozialisierung abhängig sind.
Bald wurde deutlich, wie lückenhaft diese Vorstellung doch ist. Im weiteren Verlauf haben die verschiedenen Wissenschaftler unterschiedliche Forschungsschwerpunkte gesetzt. Wissenschaftler räumen ein, dass es sich hierbei um ein Konstrukt handelt, das mit Vorsicht zu betrachten bzw. einzusetzen ist. Ohnehin mit Messfehlern behaftet, ist die Gefahr des Schubladendenkens beachtlich. Schubladen, aus denen man nicht mehr herauskommt, obwohl man mittlerweile um die Neuroplastizität des Gehirns weiß. Der Nutzen eines IQ-Tests ist demzufolge eng begrenzt auf die abgefragten Fähigkeiten. Wie schon gesagt, stehen alle diese Tests im Dienste der Wissenschaft und der Wirtschaft und der Gesellschaft. Das Ergebnis dieser Tests soll also grob gesagt den Wert eines Menschen für die Allgemeinheit bestimmen. Wie zufrieden und persönlich erfolgreich ein Mensch in seinem Leben ist, lässt sich von diesen Testergebnissen nicht ableiten. Deshalb gibt es auch entsprechende kontroverse Stimmen zu den wissenschaftlichen Ergebnissen. Der Historiker Charles Page Smith befasste sich unter anderem auch mit der Historie des Forschens in ihrer Auswirkung auf die Gesellschaft. Er kam zu der Feststellung, dass die zu seiner Zeit gängige Glorifizierung der Forschung nicht gerechtfertigt ist. Er unterstellt ihr Geistesfeindlichkeit, weil für ihn der menschliche Geist weit mehr umfasst als die Methoden und Instrumente der wissenschaftlichen Forschung zu erfassen vermögen. Diese Art der Forschung erscheint ihm nicht nur wertlos, sondern auch gefährlich, weil sie ihre einschränkende Sichtweise als allgemeingültig vorgibt. Aus den diversen, Intelligenzmodellen habe ich für Sie jetzt mal zur näheren Betrachtung das Modell der multiplen Intelligenzen mitgebracht. Howard Gardner ist Professor für Psychologie, Kognition und Pädagogik in Harvard. Auch er fand, wie einige seiner Berufskollegen, in den 80er Jahren das damalig gängige Konzept der Intelligenzmessung als nicht ausreichend, weil einseitig auf kognitive Leistungen ausgerichtet. Deshalb hat er im Laufe der Jahre sein Modell der multiplen Intelligenzen geschaffen. Zunächst ging er von 7 Intelligenzen aus, hat dann jedoch noch 2 weitere aufgenommen. Möglicherweise können seinem Modell auch noch weitere hinzugefügt werden in Zukunft. Unter Intelligenz versteht er eine Anzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die notwendig sind, um echte Probleme zu lösen bzw. Schwierigkeiten zu überwinden. Dazu gehört auch, neue Probleme zu erkennen und daraus folgend sich neues Wissen anzueignen. Er vertritt die Auffassung, dass unterschiedliche geistige Leistungen unabhängig voneinander unterschiedlich gut ausgeführt werden können. Das hört sich heute ganz selbstverständlich an, ist aber ein völlig anderer Ansatz als zum Beispiel bei den herkömmlichen IQ-Tests, deren Ergebnis, beispielsweise 115, impliziert, dass diese Person in allen Bereichen über eine gut durchschnittliche Intelligenz verfügt. Hier sehen Sie nochmal das Modell nach Gardner. Dieses Modell bildet im Großen und Ganzen unterschiedliche Gehirnregionen ab und lässt, das ist sein großes Verdienst, unterschiedliche Begabungen voneinander abgrenzen. Dadurch sind Möglichkeiten eröffnet, Inselbegabungen zu erkennen, aber auch defizitäre Bereiche, die nachtrainiert werden könnten. Gardner schließt damit auf zu einem wichtigen Ergebnis jahrzehntelanger moderner Hirnforschung. Der Neuroplastizität des Gehirns ist allerhand zuzutrauen. Solange wir leben, arbeitet unser Gehirn daran, sich selbst zu optimieren und für die tatsächlichen Anforderungen, den tatsächlichen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist ständig dabei, sich danach umzubauen. Nervenzellen, Synapsen, Nervenbahnen können neu gebildet, zugeschaltet, abgeschaltet werden. Es ist sogar möglich, dass eine Gehirnregion die Aufgabe einer anderen übernimmt.
Warum ist das nun für uns Astrologen interessant? Weil wir mit dem Wissen um diese unfassbare Leistungs- und Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns unsere Klienten ermutigen können, Neues zu lernen, Gewohnheiten zu ändern, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Aussagen wie "Ich bin halt so" oder "Da bin ich zu alt dafür" verlieren damit ihren selbstsuggestiven, imperativen Anspruch. Ob wir allerdings die Motivation für Veränderungen aufbringen, das wird an einer anderen Stelle entschieden. Aber dazu kommen wir noch. Gardner ist kein Astrologe und Wissenschaftler verfolgen andere Ziele als eben Astrologen. Deswegen kann man nicht erwarten, von Wissenschaftlern ein Modell geliefert zu bekommen, das exakt unseren astrologischen Strukturen entspricht. Bei seinem Modell der neuen Intelligenzen kommt man schnell auf den Gedanken, ob sie sich wohl in unserem Modell der 12 Häuser wiederfinden lassen. Jedes astrologische Haus ist sowieso mit einer eigenen Intelligenz ausgestattet. Also könnte es Kompatibilitäten geben. Ich möchte Sie gerne ermutigen, Ihre eigenen Überlegungen hinsichtlich der Zuordnung anzustellen. Die Häuser sind Lebensbereiche und damit Erfahrungsebenen. Wenn ich von der Intelligenz der Häuser spreche, ist damit eine instinktive, grundlegende Intelligenz gemeint, die es dem Individuum erlaubt, zu existieren. Instinktive Intelligenz der Häuser bedeutet, jedes Haus weiß, wofür es steht und bietet die Plattform für das, was hier geleistet werden soll. So in der Art des Betriebssystems eines Computers. Da gibt es kein Vertun, keine Verwechslung. Unsere Instinkte wissen, was hier zu tun ist. Wenn es dann über instinkthafte Intelligenz hinausgeht, sind die Häuser und Regenten des mentalen Kreuzes zuständig. Von all das her hat das Kreuz in vielen Kulturen einen hohen Stellenwert als Symbol für das irdische Leben. Das Kreuz wird in einen Kreis gesetzt, der den Jahresverlauf der Natur symbolisiert. Die Unterteilung durch das Kreuz markiert Aufbruch, Höhepunkt, Auflösung als ewigen Kreislauf. Die Astrologie lässt uns verstehen, was das für den Menschen bedeutet. Durch die Oppositionsstellung bzw. Quadratstellung der an einem Kreuz beteiligten Kräfte entsteht die permanente Herausforderung, anscheinend widersprüchliche Energien zusammenzuspannen bzw. auszugleichen. Deshalb werden diese Aspekte auch dynamische Aspekte genannt. Das Kreuz lässt nicht zur Ruhe kommen. In der Astrologie hat man die Dynamik, die dem Kreuz innewohnt, in drei verschiedene Grundenergien geordnet, die in ihrer Abfolge die evolutionäre Dynamik gewährleisten. Die Zuordnung gilt gleichermaßen für die Tierkreiszeichen wie für die Häuser. Das kardinale Kreuz, hier rot hervorgehoben, steht für "Ich mache, also bin ich". Das grüne steht für "Ich habe, also bin ich". Und blau hinterlegt bzw. hervorgehoben steht für "Ich denke, also bin ich". In jedem Kreuz präsentieren sich alle vier Elemente. Egal welche Achsen man zieht, das Prinzip des "wie oben, so unten" ist jederzeit gegeben. Von Dane Rudyard kommt die Vorstellung, dass die Abfolge der Häuser als prozesshafte Abfolgen, als Entwicklungsstufen zu verstehen sind. Für unser Verständnis von Intelligenz im Horoskop ist diese Idee sehr aufschlussreich. Der Eintritt ins Leben im ersten Haus bedarf als nächsten Schritt die Inbesitznahme des Körpers und damit eines Platzes in der Welt. Das ist die Angelegenheit des zweiten Hauses. Darauf folgt im Haus 3 die Inbesitznahme von Wissen und Kommunikationstools. In Haus 4 werden Bedürfnisse erfahren, formuliert und die damit im Zusammenhang stehenden Gefühle wahrgenommen. Aus diesen vier Häusern ergibt sich in Haus 5 die Wahrnehmung des Selbst als Individuum und damit der Wille zur Selbstbestimmung. Das Haus 6 fungiert als Sammelbecken aller vorangegangenen Häuser.
Kraft Geistes wird hier die Bewusstwerdung des Selbst als denkender, fühlender, wollender Mensch möglich. Das Bewusstsein seiner selbst als Individuum ist Voraussetzung, um in den Häusern 7 bis 12 in Austausch mit anderen Menschen treten zu können. Jedes einzelne Haus ist demnach auf das angewiesen, was es von dem vorherigen Haus übermittelt bekommt, um es dann gemäß dem eigenen Hausthema weiterzuentwickeln und schließlich an das folgende Haus abzugeben. Jane Ratya sieht die Häuser also nicht mit isoliertem Eigenleben, sondern geht von prozesshafter Entwicklung aus, die zur ganzheitlichen Individualisierung führt. Dabei spielen Wahrnehmungsfähigkeit und Intelligenz entscheidende Rollen, denn das Prozesshafte kann entweder passiv leitend ertragen werden oder mit Bewusstheit gesteuert. Der AC wird von den Ratya als Keim der Bewusstheit angesehen, der sich über die unteren 6 Häuser entfaltet und zur größtmöglichen Selbstbewusstheit im 6. Haus findet. Man wird sich seiner individuellen Existenz durch diesen inneren Prozessablauf bewusst. Der DC wird analog als Keim der Bewusstheit für andere angesehen, der sich wiederum über die oberen 6 Häuser entwickeln darf. Erlebt wird dieser Prozess durch Sinneserfahrungen, die durch äußere Ursachen herbeigeführt werden. Sie erlauben uns, andere Existenzen wahrzunehmen, Erfahrungen auszutauschen, sich aneinander zu entwickeln und sich mit ihnen zu vereinigen. Es sind also unsere Wahrnehmungen, über die wir uns ein Bild über die uns umgebende Welt machen. Die wunderbare Ordnung der Astrologie sorgt für die Balance der Erfahrungen, indem sie Innen- und Außenleben paritätisch besetzt. Das, was wir als Intelligenz bezeichnen, ist also in der unteren Horoskophälfte angesiedelt, während die Wahrnehmungen von außen einströmen, unten verarbeitet werden, um dann wieder ergänzt, korrigiert, in das Außen gebracht zu werden. Entscheidend ist das Zusammenspiel dieser beiden Bereiche. Eine wunderbare Analogie ist die Wahrnehmungsentwicklung aus der Kinder- und Jugendpsychologie. Für die bildliche Darstellung wurde der Baum der Wahrnehmungsentwicklung geschaffen. Die Wahrnehmungsfähigkeit und die sensorische Integration wird als Lernvoraussetzungen gesehen, auf deren Basis kognitive, kinetische, soziale und selbstregulierende Leistungen erbracht werden. Der Baum eignet sich wunderbar als Metapher, denn ein Baum steht in ständiger Verbindung mit seiner Umgebung, obwohl er tief in die Erde hinein für unsere Augen unsichtbar verwurzelt ist. Sie sehen hier über der Linie der Erde alles, was ein Mensch von sich zeigt, mittels Kommunikation und Interaktion. Quasi unter der Erde findet die neuronale und innerpsychische Verarbeitung statt. Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle aller Art werden in den einzelnen Gehirnregionen neuronal prozessiert, zugeordnet und Handlungsimpulse respektive Empfehlungen ausgelöst. Von den ca. 200 Milliarden Impulse pro Minute erreichen nur etwa 40 Millionen überhaupt die Bewusstseinsschwelle, von denen dann je nach Situation von unserem Gehirn nochmal der größte Teil als irrelevant sofort vergessen wird. An der Seite sehen Sie die Zuordnung in Propriozeption, gemeint die Wahrnehmung der Eigenempfindungen, wird manchmal auch als Tiefensensibilität bezeichnet, und Exterozeption, das ist die Außenwahrnehmung. Schauen wir uns jetzt mal an, was das mentale Kreuz im Einzelnen zu bieten hat. Zuvor noch ein paar kurze Worte zur Bezeichnung. Von all den Bezeichnungen, die es für dieses Kreuz gibt, halte ich den Begriff mentales Kreuz für am zutreffendsten. Denn das ist meiner Meinung nach die zentrale Qualität dieser Häuser. Darauf habe ich mich jetzt festgelegt, weil auch andere Astrologen diesen Begriff verwenden.
Ebenfalls einverstanden wäre ich mit Häuser des Bewusstseins oder Häuser des Lernens. In den Häusern des mentalen Kreuzes findet die Verarbeitung der Wahrnehmung und die Geistestätigkeit statt. Wie in den anderen Kreuzen sind auch hier alle vier Elemente vertreten. Analog zu dem, was ich über die Neuroplastizität des Gehirns gesagt habe, geht es im mentalen Kreuz darum, lebenslang zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten, um das Gelernte den anderen beiden Kreuzen zur Verfügung zu stellen. Der Imperativ des Lernens resultiert aus der permanent sich verändernden Innen- und Außenwelt. Ohne Lernen und der sich notwendigerweise daraus ergebenden Anpassungsleistung ist ein Mensch nicht lebensfähig. Wenn man so will, ist der dynamische Krug hier am größten. Planeten in diesen Häusern bestimmen oft signifikant Beruf und berufliche Umgebung, wie Michel und François Gouguelin herausgefunden haben. Schauen wir uns die Aufgabenverteilung an und welche Fragen aus dem jeweiligen Haus heraus beantwortet werden können. Das dritte Haus ist zuständig für die Einstellung zu Wissenserwerb und Anwendung, intuitiver Denkstil, Bewegung in Zeit und Raum, Orientierung, Handlungsabläufe, Erwerb und Geschicklichkeit bei Anwendung von Sprache, Kommunikationsmitteln und Verrichtungen, Unterscheidungsfähigkeit, Normerfüllung, Umgang mit vorgefundenen Gegebenheiten. Im sechsten Haus soll die Frage beantwortet werden, wie sorge ich für mich? Wo fühle ich mich wohl und was tut mir gut? Was kann ich und was macht mir Freude? Selbstwahrnehmung und die Lebensführung, Analyse, Kontrolle, Ordnungs- und Selbstorganisation, Denk- und Verhaltensgewohnheiten, Anpassung, Einstellung zur Arbeit, Hygiene, Tüchtigkeit und Notwendigkeiten. Wichtig auch ist, dass hier die eigene Natur erkannt werden kann und Respekt fordert. Die Treue zum Lebensplan und die Bedürfnisse von Körper, Seele, Geist geschickt zu regulieren. Das neunte Haus stellt die Lernfelder Vertrauen, einschließlich Selbstvertrauen, Glückserwartung, Offenheit, Lernfähigkeit, Wachstum, Forschungsintelligenz, Würde, Freiheit, Perspektive, Weite und Größe zur Verfügung. Die geistige Arbeit beschäftigt sich hier mit dem Gesamtnutzen, mit Organisation, mit Hypothesen, Pädagogik, Weltanschauung, Selbstverwirklichung, Lebensorientierung, Religion als Organisationsform des Glaubens und die Verbrämung von Egozielen mit Kollektivzielen. Die Lerngebiete des 12. Hauses sind Heilwerden, Regeneration, spirituelles Empfinden, Sehnsucht, Idealisierung, Glauben wollen, die Akzeptanz, das Hinnehmen, ja sogar die Notwendigkeit von Selbstauflösung, Destrukturierung, Entscheidungsunfähigkeit, Verlust, Flucht, Ausweichen, Schwäche, nichts sehen wollen, nichts tun können, Rückzug, Verweigerung, Sabotage, Embryonalzustand, Abhängigkeit, Aufgeben, Fremdbestimmung und schließlich Erlösung. Einströmen des kollektiven Unbewussten nach C.G. Jung und des Universums. Generationenweisheit. In vielen Publikationen zum 12. Hausthema wird Empathie bzw. Mitleid als Stimmungsfärbung hervorgehoben. Aber meiner Meinung nach ist das so pauschal nicht zutreffend. Denn wenn wir umgangssprachlich von Empathie sprechen, wird meist neben dem sich Einschwingen auf die Gefühlsebene eines anderen die positive Absicht des Helfenwollens, des Gutmeinens verbunden. Und das ist für das 12. Haus nicht selbstverständlich. Das 12. Haus hat Zugang zu generationsüberspannenden Erfahrungen mit Leid und ist imstande, dies einfach als irdische Lebensbedingung hinzunehmen mit der Haltung,
dass es schon immer so war und immer so sein wird. Für tätige Nächstenliebe werden entsprechende Aspektierungen benötigt. Unser Alltag ist voller Herausforderungen, manchmal auch Überforderungen. Deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle die Schwächen dieser Häuser nicht verschweigen. Die mentalen Kräfte brauchen deshalb immer wieder eine Auszeit vom Leben, die sie sich mit Hilfe vom 12. Haus und Neptun nehmen. Bei guter Selbstfürsorge weiß man, wann man das braucht. Wenn die Selbstfürsorge versagt, entstehen Krankheiten, die man als psychosomatisch bezeichnet. Eine der Schwächen dieser Häuser ist, vor allem wenn stabilisierende Aspekte fehlen, Projektion und Schaffung einer eigenen, in sich geschlossenen Welt. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als sich dem Leben zu verweigern. In der Psychiatrie behandelt man dies als Anpassungsstörung. Eine andere Schwäche dieser Häuser könnte man als Beziehungsschwäche bezeichnen. Die Notwendigkeit des Sich-Selbst-Erlebens bringt zunächst eine Egozentrierung mit sich, bei der für die empathische Wahrnehmung anderer kein Raum bleibt. Deshalb ist man bei Kritik auch so empfindlich. Jedes Haus dieses Kreuzes macht je nach seiner Art Erfahrung mit Einsamkeit und Alleinsein. Besonders deutlich wird das im 6. Haus, welches dann in die Begegnung im 7. Haus hineindrängt. Bei entsprechender Aspektierung und Entwicklungsstand könnte ganz bewusst nach der Erfahrung des gefühlsmäßigen Einlassens gesucht werden. Gefühle sind einfach ein anderer Aggregatzustand, an den man sich erst gewöhnen muss. Die Verbindlichkeit von Beziehungen wirkt jedoch allgemein abschreckend. Fluchtwege müssen offen gehalten werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Erhöhung von Jupiter im Krebs. Hier darf Jupiter sich auf Gefühle einlassen und seine diesbezüglichen Bedürfnisse auch zur Kenntnis nehmen. Die verschiedenen Arten des Lernens und geistiger Auseinandersetzung wollen sich gegenseitig herausfordern, nähren, austarieren, komplettieren. Dadurch wird unser Verständnis für das Leben vervollständigt. Die natürlichen Hausherrscher fühlen sich immer zuständig, wenn es um die Belange ihrer Häuser geht. Sie gehen sozusagen eine Kooperation mit dem individuellen Hausherrscher ein und färben ihn mit ihrem Anliegen. Eine Spezialität des mentalen Kreuzes ist, dass es mit nur zwei alten Regenten, nämlich Merkur und Jupiter, auskommt. Nachdem ich die Häuser schon ausführlich behandelt habe, hier nur eine kurze Erinnerung zu den Planeten. Merkur mit seinem Domizil in Zwillinge und Jungfrau und sogar seiner Erhöhung in der Jungfrau, hier wird deutlich, wie sehr Merkur die Erdung braucht. Beim Thema Kommunikation möchte ich hier noch auf eine Widersprüchlichkeit hinweisen. Merkur herrscht ausschließlich in der unteren Hälfte des Tierkreises. Damit ist er selbstbezogen. Merkur will sich äußern, aber nicht zuhören. Es wird nur eine Seite der Kommunikation besetzt. Bei Jupiter geht es um das Bestmögliche, um das Optimum. Jupiter strebt nach Expansion, will Schöpferkraft entfalten und erobern. Er sucht Sinn, Zusammenhänge, Werte, die er dann in ein Denkgebäude überführen kann. Entwickelt Hypothesen, Konzepte, Ideologien, Dogmen und gelegentlich auch Hybris. Ist fordernd, sinnsuchend und manchmal etwas stur. Der Neptun als grenzüberschreitendes, überraumzeitliches Prinzip öffnet die irdische Begrenzung zu Dimensionen außerhalb und bettet uns in universelle Gesetze ein, die sich unserem Verstehen entziehen. Dennoch fühlen wir unsere Zugehörigkeit zu diesen Dimensionen und spüren ihre Forderung nach Anerkennung und Integration, ohne die unser Leben nicht ganz wäre. Neptun hebt aus dem Raum Zeitempfinden.
undurchsichtig, sprachlos, sich entziehend. Neptun hat den siebten Sinn und verführt durch Einladung zu Projektion und Glücks- bzw. Erlösungsversprechen. Löst Schmerzen auf, verlangt Harmonie, will heil werden durch symbiotische Verbindung. Merkur und Jupiter unterscheiden sich von allen anderen Planeten durch die Fähigkeit zur Bewusstheit. Bewusstheit wird gleichgesetzt mit Wissen über etwas haben und ist das Ergebnis von Denk- und Wahrnehmungsprozessen im weitesten Sinn und verschiedenster Art. Das macht jedoch Arbeit und dafür brauchen die beiden Aspektpartner. Mit Hilfe dieser kognitiven geistigen Qualität werden Entscheidungen getroffen, die in der Summe das Leben des Menschen bestimmen. Der höchste Wert der Menschheit, ihr freier Wille, ist astrologisch zusammengespannt mit den Symbolen für Erkenntnis und Bewusstheit. Mit diesen beiden Planeten entwickeln wir unser Verständnis für das Leben als solches und unseren Platz darin. Kraft unseres Geistes werden wir uns unserer Möglichkeiten bewusst und erproben sie. Die Abwesenheit von Mitgefühl und sozialer Kompetenz bei allen dreien kann, falls im Horoskop nicht durch Platzierung und Aspekte ergänzt, zu einer Einseitigkeit der Lebenshaltung führen, die eine große innere Leere hinterlässt. Während Jupiter die Grenzen erkennt, die er überwältigen will, ist sich Neptun keiner Grenzen bewusst. Seiner Natur gemäß ist er grenzenlos unendlich. Den dreien gemeinsam ist völlige Neutralität, Absichtslosigkeit, Stimmungsanfälligkeit. Sie passen sich völlig an die astrologische Umgebung und dem Moment an, nehmen deren Fähigkeiten und Stimmungen auf. Im Umkehrschluss bedeutet das, sie sind dringend angewiesen auf Verbindung mit sonstigen Energien, die der Tierkreis sowie die anderen Planeten, Lichter zur Verfügung stellen. Je nachdem, wie diese Einbindung vorhanden ist, gelingt es, diese Kräfte miteinander zu verbinden und sie mit anderen Kräften zu einem ganzheitlichen Ergebnis zu führen. Hier sehen Sie nochmal ein Kooperationsmodell der mentalen Häuser, das ich sozusagen als Ideal vorstellen möchte, weil hier gezeigt werden wird, wie sie sich unterstützen und ergänzen können. Die Erfahrungen des ersten Quadranten, die in das dritte Haus, die in Haus 3 zur Geltung kommen, ist das Know-how, als das Wissen, wie etwas funktioniert. Das Wissen, was zu tun ist, stellt das sechste Haus zur Verfügung, welches Ziel erreicht werden soll, und der Glaube an das Gelingen ist das Anliegen des neunten Hauses als Agent für den dritten Quadranten. Schließlich, warum und wozu wird das alles getan? Welche sind die kollektiven Auswirkungen? Das erfahren wir dann im zwölften Haus beziehungsweise im vierten Quadranten. So wunderbar diese Zusammenarbeit sein kann, so schlimm kann es werden, wenn diese vier sich bekämpfen. Dann will zum Beispiel das sechste Haus etwas vom dritten, das es nicht geben kann. Und das neunte Haus wirft dem dritten Unfähigkeit und dem sechsten Haus Erbsenzählerei vor. Und mit dem zwölften Haus redet es gar nicht mehr, weil das zwölfte gar nicht mehr zuhört. Das können Sie jetzt beliebig durchdeklinieren. Und es gibt sicherlich ganz viele Beispiele im realen Leben, mit denen das belegt werden kann. Intelligenz ist kein Selbstzweck, sondern Werkzeug, um Lebensziele zu erreichen. Damit dient das mentale Kreuz den anderen Kreuzen. Harmonie und Zufriedenheit wird durch die Kooperation der Kreuze erreicht. Entscheidend, und das verweist auf das sechste Haus, ist nicht die Größe des Ziels, sondern die Ausrüstung. Und was ist nun eigentlich Erfolg? Vor nicht allzu langer Zeit war sich unsere Gesellschaft noch darüber einig, dass das etwas zum Vorzeigen, also Materielles war. Je mehr, desto besser. Erfolg und Glück waren austauschbare Begriffe. Auch wir Astrologen haben uns begnügt mit dem Blick auf das zweite und das zehnte Haus, auf Jupiter und Saturn.
Der Wunsch nach Erfolg war ein Appell an Jupiter. Er möge doch bitte von allen möglichen Wendungen diejenige für uns vorsehen, die maximalen Gewinn mit sich bringt. Im Volksmund hat sich die Idee festgesetzt, man könne entweder reich sein oder glücklich, aber beides zusammen geht nicht. Die heutige Glücksforschung hat sich ausgiebig damit beschäftigt und, um es vereinfacht zu sagen, herausgefunden, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Dabei gelten die gleichen Regeln wie für den materiellen Erfolg. Einfach und neutral formuliert ist Erfolg das Erreichen dessen, was man plant zu erreichen. Dazu benötigen wir die Ressourcen, die sich hier sehen, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Am wichtigsten scheint mir die Orientierung zu sein. Sie bedeutet Zielformulierung und ständige Orientierung an diesem Ziel. So wie sich das Segelboot an den Wind anpassen muss, müssen Maßnahmen, manchmal sogar das Ziel, angepasst werden. Wenn wir unsere Glückserwartungen den Häusern 9 und 12 überlassen, machen wir uns abhängig vom Außen und geben uns dabei eine völlig passive Rolle. Das entspricht nicht mehr unserem heutigen Selbstverständnis. Wir wissen, dass wir selbst unseres Glückes Schmied sind. Damit verlagert sich das Thema in die Häuser 3 und 6. Haus 3 stellt uns die Mittel zur Verfügung, mit Hilfe derer wir im 6. Haus entscheiden können, welche Ziele realistisch sind und wie sie erreicht werden können. Während wir auf diesem Weg sind, ist Wachheit und Bereitschaft zu ständiger Anpassung nötig. Zufriedenheit und Glück entsteht durch das Erleben von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Die Hoffnung auf ein günstiges Schicksal und Glücksfälle bleibt uns unbenommen. Aber wir verlassen uns nicht auf sie. So wie Angelus Silesius schon im 16. Jahrhundert sagte, bete, als hinge alles davon ab, und arbeite, als hinge alles davon ab. Lassen Sie mich jetzt gegen Ende meines Vortrags noch einmal auf die Hausachse 6-12 zurückkommen. Unser geschätzter Astrologiekollege Loriot hat sich auf seine unheimliche und nachahmliche Art dazu etwas einfallen lassen. Ja, Sie haben natürlich erraten, wer das 6. Haus und wer das 12. Haus ist. Bei meiner Tätigkeit als Burnout-Coach und Achtsamkeitstrainerin geriet bei der Arbeit mit meinen Klienten immer mehr diese Achse in den Fokus. Stressregulation ist Sache des 6. Hauses. Erinnern Sie sich, die Häuser 1 bis 5 geben ihre Bedürfnisse und Themen an das 6. Haus zur Regulation ab. Dort muss unter dieser Berücksichtigung entschieden werden, was, wie und in welcher Zeit getan wird. Wenn das 6. Haus dabei seine Aufgabe zur Selbstfürsorge nicht gut löst, geht ein geschwächter Mensch in das 7. Haus bzw. in die obere Hälfte des Horoskops. Dort wird er von den Anforderungen der Außenwelt überrannt. Wenn das täglich passiert, verbraucht der Mensch seine immer knapper werdenden Ressourcen bis zum Zusammenbruch. Währenddessen wird oftmals Hilfe bei den negativen Entsprechungen des 12. Hauses gesucht, die die Verleugnung des Problems zum Ziel haben. Also jede Form von Psychopharmaka, Drogenabhängigkeit, Alkohol. Je nach 12. Hausbesetzung kann die Flucht viele Blüten treiben, bis hin zu lebensgefährlichen Aktionen und Suizid. Was kann wirklich helfen? Ein Bewusstsein schaffen für die Bedürfnisse der unteren Horoskophilfe, mit Hilfe der im 6. und im 12. Haus angelegten Fähigkeiten. Methoden und Techniken erlernen, die diese Fähigkeiten zum Blühen bringen. Um jetzt weiter darauf einzugehen, reicht die Zeit leider nicht aus. Deshalb habe ich mich entschlossen, dazu einen Workshop anzubieten. Wenn Sie also das Thema Wahrnehmung, Intelligenz und Selbststeuerung im astrologischen Kontext weiter interessiert, schauen Sie auf meine Webseite. Dazu finden Sie alle Details und können sich auch anmelden. Zum Schluss noch eine kurze Summary über das, komprimiert, was ich
Ihnen rüberbringen wollte. Einmal, das Intelligenzniveau lässt sich nicht durch die Radix bestimmen. Im Horoskop finden wir die geistige Ausstattung und Entwicklungsmöglichkeiten. In der unteren Hälfte ist die persönliche Intelligenz angesiedelt, in der oberen Hälfte die verbindende Intelligenz. Neuroplastizität des Gehirns erfordert lebenslanges Lernen, am besten bewusst. Intelligenz ist Werkzeug, nicht Selbstzweck. Das sechste Haus ist der Platz, an dem Verantwortung für das eigene Leben praktiziert wird. Das Zusammenspiel der mentalen Häuser ist wichtig für den Lebenserfolg. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit.